Hallo und herzlich willkommen hier bei foxtechnologies.com, de und net. Heute zeige ich euch ein Quick Review über das HP Pavilion DM1. Das ist kein Netbook, das zählt eher zu den Sub-Notebooks. Mit 11,6 Zoll und 1,6 Kilo ist es eigentlich ziemlich leicht. Wir haben unser Exemplar von Notebooks billiger gekauft und ja, zur Verarbeitung kann man sagen, ja, es fühlt sich nicht sonderlich hochwertig an, das muss man von vorne weg sagen. Die Haptik stimmt und was uns bei unserem Modell aufgefallen ist, sind gleich mal so schlampige Verarbeitungsfehler hier oben. Ja, der Akku ist austauschbar. Was man hier vergeblich sucht, sind Schrauben, um die gewissen Dinge zu erweitern wie RAM. Eine SSD wird man nicht einbauen können. Die technischen Daten des Notebooks, es handelt sich um einen AMD C450 mit einer ATI HD 6250, gehört zur sogenannten AMD APU. Eine HD-Webcam ist verbaut, 4 GB Arbeitsspeicher und Notebooks billiger, dieses Modell für 386 Euro inklusive DVD-Brenner. Verkauf, der bei uns ebenfalls nicht angekommen ist. Ja, wenn wir uns jetzt mal das Gerät angucken, dann ist es farblich eigentlich ziemlich nett, gut gehalten. Das Gerät jetzt hier ist ja, ziemlich robust gebaut. Der HD-LED-TFT löst mit 1366 mal 720 in Standardauflösung auf. Die Scharniere sind auch eine sehr besondere Konstruktion, allerdings wenn man hier dagegen drückt, dann hat man schon ein ganz brachiales Spiel, also qualitätstechnisch ist das leider nicht so high-end. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Touchpad wirklich super verarbeitet ist, also auch die Maustasten haben den absolut super Druckpunkt. Das Touchpad ist hier in eine Ebene eingelassen. Man muss wirklich sagen, Touchpad erste Klasse. Auch die Tastatur hat einen sehr guten und leichten Druckpunkt. Hier knarzt und wackelt nichts. Ja, hier kann man noch sehen, Windows 7 ist mit dabei in der Professional Edition, allerdings nur 32-Bit, weswegen nur 3,5 GB RAM effektiv genutzt werden. Dann haben wir hier ein Dual-Core AMD, wie schon bereits erwähnt. Und hier oben die besagte HD-Webcam. Ja. Die Arbeitsleistung des Notebooks ist soweit Durchschnitt, also das ist jetzt nichts sonderlich Besonderes. Onboard haben wir einen SD-Card-Reader, was sehr schön ist, dass wir keinen Sound-Combo-Anschluss haben, sondern sowohl Mikrofon-In als auch Audio-Out. Zweimal USB seitlich, VGA-Netzwerk. Powerplug, Kensington Lock, Lüfter, HDMI und noch ein USB hier weiter vorne. Ja, das Notebook an sich ist für Leute konzipiert, die einfach ein Notebook für unterwegs wollen. WLAN ist verbaut, UMTS ist leider absolut nicht möglich in dem Gerät. Auch der Tatsache verschuldet, dass eben das Gerät sich nicht öffnen lässt, um eben gewisse Dinge zu erweitern. Hat wohl HP so beabsichtigt. Die Qualität ist kein Highlight. Hier haben wir das Notebook quasi sogar schon mit Herstellungsfehler bekommen. Ja, da scheiden sich natürlich die Geister dementsprechend. Nichtsdestotrotz ist die Leistung ziemlich okay und die Preisleistung ist auch ziemlich gut. Wenn man aber bedenkt, dass man mit dem Lenovo X121 eigentlich ein ähnliches Notebook in ähnlicher Preisklasse bekommt, dann ist das HP eindeutig deutlich hinten. Ja, das HP gibt es bei Notebooks billiger, übrigens für 366 Euro ohne besagten DVD-Brenner. Ja, Pro, die Plattform ist eigentlich ziemlich gut, auch für Spiele. Das Display ist eigentlich ziemlich scharf, das Notebook an sich ist sehr handlich, eigentlich relativ gut mitzunehmen, kontra schlampige Herstellung und eben dieses, ich nenne es jetzt mal Joghurtbecher-Plastik.
Zum Pro gehört natürlich noch, dass das Touchpad von dem Gerät hier wirklich sehr gut ist. Es ist weder eine Kaufabsage noch eine Kaufempfehlung. Wer ein Notebook fürs Zuhause, fürs häusliche Surfen sucht, der ist mit diesem Gerät wahrscheinlich genau richtig bedient. Es lohnt sich aber zu suchen, denn in dieser Preisklasse gibt es deutlich bessere Geräte. Ja, das war jetzt unser Quick Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen.